Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch Pain von Tristan, das Automatikgewehr aus dem Raid von Oryx. Ich bin dieses Mal nicht mit meinem eigenen Account online, sondern wenn ich du wäre. Er hat mir seinen Account kurz ausgeliehen, damit ich das Automatikgewehr zeigen kann. Und wir fangen da auch gleich an. Das Automatikgewehr hat hier Wille des Lichts. Diese Waffe verursacht Bonusschaden gegen besessene Feinde. Das heißt einfach, ihr macht mehr Schaden gegen besessene Feinde und gegen die normalen Feinde ganz normalen Schaden. Das ist im Raid sehr, sehr nützlich, weil man da des öfters mal gegen besessene Feinde kämpft. Also ist die Raid-Waffe sehr, sehr gut für den Raid selbst. Und dann natürlich auch für alle Orte, wo es sonst noch Besessene gibt. Die kommen ja mittlerweile schon überall zum Vorschein. Dann kann man die Waffe infundieren, so wie alle anderen auch. Dann hat man hier drei Standardveränderungen. Hier würde ich übrigens schauen, dass man möglichst die Stabilität ganz weit oben hat, denn die Waffe hat einen komischen Rückstoß und ist nicht wirklich angenehm zum Spielen. Aus diesem Grund sollte man schauen, dass die Stabilität möglichst weit oben ist. Dann hätten wir Concord. Wird diese Waffe kurz weggesteckt, lädt sie sich automatisch aus deiner Reserve wieder auf. Das hat jede Waffe drauf vom Raid bei Oryx. Aber was heißt das genau? Ich zeige es kurz. Also Coco, wir werden jetzt alle Schüsse raushauen und anstelle nachladen wechsle ich einfach die Waffe. Man hat gesehen, ich bin bei 0. Dann warten wir einen kurzen Moment, sagen wir, wir sind mit dem Snipergewehr unterwegs und töten mit dem gerade, laden da mal nach. Dann wechseln wir wieder zurück auf das Automatikgewehr und man sieht, die Munition ist wieder im Magazin. Heißt also einfach, wenn wir das Magazin leer geschossen haben und wir wechseln die Waffe, wandert von der Reserve ganz langsam die Munition zurück in die Waffe und zack, man hat schon wieder Schüsse und kann damit feuern. Wie viel Sinn das jetzt hier bei einem Automatikgewehr macht, beziehungsweise bei der Primärwaffe, weil grundsätzlich feuert man ja, man lädt nach und feuert dann weiter. Ja, wie viel Sinn das macht bei Primärwaffen, ist jedem selbst überlassen. Von Concord gehen wir dann weiter. Dann hätten wir hier angepasster Schaft, erhöht die Waffenstabilität. Es steht zwar erhöht die Waffenstabilität, ein wenig. Die Magazingröße geht dann auf 32, das ist nämlich die normale Magazingröße. Und dann hätten wir Leichtgewicht, wenn gehalten gibt, diese Waffe plus 2 Charakterabilität. Ist auch nützlich. Wichtig ist aber eigentlich dies hier, verstrebter Rahmen. Erhöht Stabilität, reduziert Magazingröße. Ich nehme jetzt das mal raus und zeige das mal ganz kurz. Ich drücke jetzt nichts. Die Waffe zieht einfach so hoch. Also die Stabilität dieser Waffe ist wirklich nicht angenehm. Gar nicht angenehm. Aus diesem Grund wechseln wir ganz kurz die Fähigkeit. So, jetzt haben wir zwar weniger Schuss. Normal hätten wir weniger Schuss. Und schon wesentlich angenehmer, viel angenehmer. Und so ist sie mehr oder weniger brauchbar. Gut, dann gehen wir weiter. Diese Fähigkeit hier, Lebenserhaltung, Kills mit dieser Waffe bei schwerer Verwundung haben die Chance, eine Gesundheitsregeneration einzuleiten. Hier können ganz viele andere Perks sein. Hier kann beispielsweise auch drauf sein, dass bei Headshot-Kills der Feind explodiert. Finde ich persönlich die sinnvollste Fähigkeit, die man hier hinten drauf kaufen kann. Also das heißt, wenn man Feinde mit Headshots killt, dann explodieren die noch und machen Schaden in der Umgebung. Ich habe einige andere Primärwaffen, die diese Fähigkeit drauf haben. Das Impulsgewehr, sobald ich mit dem Refill dann soweit bin, sieht man es. Also das heißt, wenn man hier die Automatikwaffe kriegt vom Raid, heißt das nicht zwingend, dass sie immer gleich ist, sondern die letzte Fähigkeit hier, die verändert sich immer. Das heißt, da muss man dann schauen, wenn man zwei Automatikgewehre hat, welches besser ist von der letzten Fähigkeit her. Gut, um die Waffe noch ganz wenig zu demonstrieren, zeige ich mal, wie es ist, damit Gegner zu töten. Ich persönlich, ich kann mich irgendwie mit der Waffe nicht anfreunden. Sie hat ein bisschen wenig Schuss, sie zieht ein bisschen heftig rum, sie macht zwar sehr, sehr viel Schaden, aber ich treffe nicht wahnsinnig viel damit, weil bei mir, ja, die Stabilität, mich stört die Stabilität einfach sehr. Von dem her,
Die Waffe ist rein vom Lichtlevel her gut, aber ansonsten trifft sie meinen Geschmack jetzt nicht sonderlich. Vor allem auf Distanz wird es dann schwierig. Man merkt, wie ich da noch gegen die Stabilität kämpfe, damit ich das unten halten kann. Wenn ich da gar nichts machen würde, dann würde mir das Ding einfach wegfliegen, wie man es jetzt gerade sieht. Zack. Den jetzt mal wieder runterziehen. Die Waffe müsste rein von der Stabilität noch ein bisschen besser sein oder viel stabiler sein, einfach komplett stabil sein. Dann könnte man sie eigentlich brauchen. Tja, jetzt sind wir wieder zurück. Ganz kurzer Ausschnitt aus dem PvE gezeigt. Ich zeige bewusst nicht viel, denn das Automatikgewehr gefällt mir sehr schlecht. Also ich finde es nicht gut. Im PvP zeige ich auch nichts, denn im PvP ist die Waffe komplett unbrauchbar. Also ich habe es probiert damit zu spielen. Sie macht zu wenig Schaden bei dieser Schussrate und die Stabilität ist erschreckend schlecht. Also PvP-technisch ist dieses Ding absolut nicht zu gebrauchen. PvE-technisch, ja, es ist nicht unbedingt der Hit. Ich habe so meine Schwierigkeiten mit der Stabilität. Wenn die Stabilität besser wäre, dann wäre die Waffe ganz in Ordnung. Aber da die Stabilität nicht so gut ist, kann ich mich mit der Waffe nicht anfreunden. Das Schöne an der Waffe hingegen ist, sie hat ein extrem hohes Lichtlevel, also Angriffswert, was das Lichtlevel dann anhebt. Und dadurch hat man dann, ich zeige das kurz, mit 307 Angriff oder 300 Angriff, je nachdem wie man das Automatikgewehr bekommt, steigert das Lichtlevel natürlich dementsprechend. Das ist schön für ein höheres Lichtlevel. Aber schadenstechnisch und stabilitätstechnisch und Schussrate technisch finde ich, bei dieser Schussrate und dieser Schlagkraft müsste die Stabilität höher sein. Definitiv. Aber da gehen die Meinungen sicher auseinander. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, hey nein, ich finde dieses Automatikgewehr mega cool. Ist absolut berechtigt. Ich kann mit der Waffe nicht gut umgehen. Das heißt nicht, dass andere damit auch nicht gut umgehen müssen, können, sollten. Ihr wisst, was ich meine. Sondern einfach, dass ich mich mit der Waffe nicht anfreunden konnte und das so meine Meinung ist. Und das wäre eigentlich auch schon das Schlusswort. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch die Waffe ein bisschen näher bringen und ein bisschen meine Eindrücke vermitteln. Wenn dieses Video hilfreich war, lasst doch noch ein Like da, das würde mich sehr freuen. Und wenn ich du wäre, vielen Dank für den Account, dass ich die Waffe ganz kurz demonstrieren konnte. Herzlichen Dank auch an dich. Und hier kommt noch ein Outro, wo ich mal all die schönen Raid-Waffen aufgelistet habe und dann kann man ein bisschen reingucken. Snipergewehr, ist das was? MG, ist das was? Da kann man ein bisschen rumschauen, was man gut findet und was nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Destiny-Video.